Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei Lychnurus aka Rodiger und beim Leveln von Warlords of Draenor mit dem Tauren Vergelter Paladin, diesmal Teil 4. Das ist der Teil, nachdem ich gestern Abend leider abbrechen musste, weil die Server so instabil gewesen sind, dass in Spielen unmöglich gewesen ist. Ich bin hier im zweiten Questgebiet sozusagen in Frostfire Ridge und ich bin in meiner Garnison und da musste ich gestern abbrechen, denn das Garni-Feature ist instanziert und instanzierte Sachen sind im Moment leider sehr unstabil und funktionieren teilweise gar nicht. Die Garnison an sich funktioniert nur bedingt. Man muss mehrere Minuten, also bis zu 10 Minuten teilweise, warten, bis man mal reinkommt. Und rein und rausgehen ist die absolute Hölle. Blizzard selber hat gesagt, die sind Opfer von DDoS-Attacken geworden am Launch Day und erklärt das damit. Ich hoffe, die kriegen es in den Griff. Und ich hoffe, dass ich außerhalb der Garni wenigstens weiter questen kann, denn man hat mir den Tipp gegeben, die Garnison einfach zu überspringen sozusagen, die Quests einfach stehen zu lassen, nur die nötigsten Questlines zu machen und dann aus der Garnison rauszugehen und das ganze Ding einfach weiträumig zu umfahren und sozusagen einfach nur in den Gebieten zu questen und ja. Dieser laggende Bereich, Garni sozusagen einfach einen großen Bogen drum zu machen. Ich bin jetzt hier, wo ich gestern aufgehört habe. Ich habe hier im Prinzip gerade die Quest abgegeben, die ich gestern noch machen konnte und soll jetzt eine Baracke bauen in meiner Garnison. Und ich hoffe ganz, ganz stark, weil er sagt mir hier, ich soll die Blueprints, also die Bauvorlagen für die Baracke suchen und dann das Ding bauen. Und ich hoffe einfach mal ganz stark, dass die hier innerhalb der Garnison sind, denn jetzt, wo ich drin bin, möchte ich sie ungern verlassen. Nehmen wir die Quest mal an. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind sie da drüben. Okay, das ist super. Hier ist auch wieder dieser Garnison Cage, den ich gestern schon mal erwähnt habe, wo jeden Tag so ein bisschen Ressourcen sich drin bilden. Schönes Ding. Okay, und die Garnisons. Baracken Blueprints sind hier. Nehmen wir uns die? Baracke Level 1, genau. Und lernen die? So, und jetzt mit den gelernten Blueprints gehen wir nochmal zurück zu unserem Kollegen. Gaslow, das ist ein Goblin, der schon angeblich für die Konstruktion von Orgrimmar zuständig gewesen ist, habt ihr ja gestern schon gesehen. Und jetzt gehen wir mal an diesen Tisch hier. Und das ist quasi das User Interface der Garnison. Ihr habt da im Prinzip einen Grundriss der Garni, hier habt ihr die Bauplätze, die ihr zur Verfügung habt. Es gibt, wie gesagt, von der Garnison verschiedene Ausbaustufen. In der ersten Ausbaustufe gibt es nur einen kleinen und einen großen Platz, auf dem ihr was bauen könnt. Und je mehr ihr eure Garnison und die Gebäude upgradet, umso ja, mehr Plätze kriegt ihr zur Verfügung. Also mit jedem upgradeten Garnisonslevel kriegt ihr quasi mehr Plätze zum Bauen dazu. Es gibt drei Level. Und eine Garni Level 3 hat dann, ich glaube, zwei mittlere, zwei große und drei oder vier kleine Bauplätze frei. Jetzt sind es halt, wie gesagt, noch sehr wenig. Die Baracke, die braucht einen großen Platz, wie es aussieht. Und dann ziehen wir die doch einfach mal hier rüber. Das kostet übrigens Ressourcen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich denke mal, dass man die jetzt hier bauen muss. Und hier sind sie schon fleißig dabei. Und jetzt werden wir das ganze Ding mal abschließen. Fantastisch. Baracken sind fertig. Aber ich habe das dumme Gefühl, dass ich irgendwie außerhalb meiner Garnison wieder rausgekommen bin. Was zur Hölle? Wo bin ich denn hier?
Das ist doch die Höhle, die ich von... Ja, das ist die Höhle, die ich von den Grons gesäubert habe, von der großen, dicken Gronmutter. Und ich ahne Schlimmes, ich bin außerhalb der Garnison, befürchte ich. Und im schlimmsten Fall muss ich jetzt hier irgendwie wieder rein. Aber das scheint zu gehen, okay. Also bin ich doch nicht aus der Garnisonsphase raus gewesen, sondern es scheint zu funktionieren. Okay, dann können wir jetzt die Quest abgeben, super. Genau, das ist halt Stufe 1, die Baracke jetzt sozusagen. Die kann man dann später auch noch ausbauen. Okay, wir kriegen jetzt schon jemanden zugeteilt für die Garnison. Einen General Warmaster Zock, okay. You can find Zock up at the Town Hall. Speak with him. Okay, dann machen wir das doch. Aber erstmal... Track this on your action bar. Eine Garnisons-Ability. Ja, dann machen wir das doch. Call upon the forces of your garrison to assist you for 30 seconds. Okay. Das heißt, ich habe scheinbar jetzt mit dem Bau der Baracke für diese Zone hier eine Fähigkeit bekommen, denn das steht ja dabei, Zone-Ability. Also stand zumindest gerade eben hier im Tooltip. Und da kann ich mir scheinbar Hilfe aus meiner Garnison holen. 5 Minuten Cooldown, dauert 30 Sekunden. Scheinbar kriege ich da militärische Unterstützung, wenn ich das aktiviere. Das ist ziemlich cool. Und jetzt geben wir mal den Warmaster so. Hier ist er doch, genau. Strength and honor. Okay, der Taure, der mit mir hergekommen ist, wurde überfallen. Und wurde verschleppt. Und ich muss ihn retten. Okay, alles klar. Und das wird dann scheinbar ein NPC, der mir in der Garnison hilft, also so ein Begleiter. Denn man hat gesehen, der hat schon bestimmte Fähigkeiten gehabt, Garnisonsfähigkeiten. Aber das Dumme ist nur, dass ich jetzt aus meiner Garnison raus muss, um ihn zu retten. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann kann es durchaus möglich sein, dass ich nicht wieder reinkomme so schnell. Aber egal, raus geht schnell. Sie nur gucken, wo ich ungefähr hin muss. Wo war er? Ja, die Richtung stimmt. Ah, hier ist eine Höhle, okay. Hier muss ich scheinbar rein, weil hier ist noch nichts. Ein paar tote Hunde, das ist nicht ganz so schlimm. Dann retten wir ihn doch mal. Wurde ich aufgegangen? Ja. I will meet you back at the garrison. Das hoffe ich doch. The Pale, okay, hier war also schon alles tot. Naja, ist ja nicht so schlimm. Gerettet ist er. Er geht zurück zur Garnison. Und ich werde das auch mal versuchen. Ich habe allerdings die ganz dumme Vermutung, dass ich da jetzt nicht ohne weiteres wieder reinkomme. Hoffen wir mal das Beste. Aber da hier schon wieder Leute rumstehen, bin ich definitiv außerhalb der Garnisonsphase. Und da wieder reinzukommen, könnte anstrengend werden. Gucken wir einfach mal, was passiert.
Erstaunlicherweise hat es diesmal relativ gut funktioniert. Also ich bin sofort wieder in der Phase drin. Hoffen wir das Beste. Ja, funktioniert. Okay, super. Dann konnte ich diese Quest erledigen, das fetzt. Moment an. To serve under your command. Okay, also er steht mir jetzt sozusagen zur Verfügung. We could make use of a tauren with this skill set in a land like this. Na klar. Garrison Follower gained. Alles klar. Ich habe den jetzt sozusagen als Begleiter bekommen für meine Garnison und kann dem dann später bestimmte Aufträge geben. Und jetzt soll ich ihn auch gleich auf eine Mission schicken. Use the command tab to send Odin Unmahed on a mission. Gut, dann... Ah, Command Table ist gleich hier. Und da haben wir schon eine Mission, auf die wir ihn schicken können. Groundlings of Bond. Die Groundling-Population ein bisschen ausdünnen. Zusammen mit den Frostwölfen. Okay. Also im Prinzip ist die Übersicht mehr oder weniger selbsterklärend. Hier drüben habt ihr eure Begleiter. Ich habe wie gesagt im Moment nur einen. Und hier drüben haben wir die Mission. Hier haben wir den Feind. Der Feind hat eine bestimmte Fähigkeit. Mein Begleiter hat eine bestimmte Fähigkeit. Und das passt gerade so wunderbar zusammen, dass mein Begleiter die Fähigkeit kontert. Ich muss mir das jetzt gleich noch genau angucken. Ja, can be added here. Okay. Alles klar. Also wir sehen hier die Missionsbeschreibung, wir sehen hier den Gegner mit seinem... Ja, mit seiner besonderen Fähigkeit, die besonders bedrohlich ist. Wir haben einen Begleiter, der kontert diese Fähigkeit. Dadurch, dass der Begleiter die Fähigkeit kontert, kriegt die Mission einen höheren Erfolg. Ist ja logisch. Wird auch angezeigt, dass das passt. Und durch den höheren Erfolg steigt natürlich die Chance auf die Missionsbelohnung. Auf 100%, genau. Vorher waren es nur 65%. Und wie es aussieht, kriegen wir für die Mission als Belohnung dann auch einen weiteren Begleiter. Na, dann lassen wir ihn doch die Belohnung, die Mission gleich mal machen. So, wir haben ihn jetzt dahin geschickt. Die Mission dauert 30 Minuten. Das bedeutet, mal sehen, was wir jetzt in der Zeit machen. Gut. Sache erledigt. Gucken wir doch mal, wo das Questen jetzt weitergeht. Ich sehe hier einen... Ah, genau, ich sehe hier doch schon was. Also ich will jetzt nicht einfach nur warten und rumstehen, bis der wieder zurückkommt von seiner Mission und die erledigt ist. Mal gucken, ob wir in der Zwischenzeit was erledigen können. What do you see? Duotan möchte uns sehen. Und möchte sich mit uns treffen, okay. Be cautious. Das bedeutet aber sicherlich, dass wir aus der Garnison raus müssen. Okay, dann muss ich jetzt, muss ich jetzt hier weitermachen. Ich würde jetzt zwar gerne irgendwas machen, bis der Taure von seiner Mission zurückkommt, aber die 30 Minuten warten... Nee, dann mache ich lieber in der Questline weiter. Dafür muss ich vermutlich aus der Garni raus. Gucken wir mal, ob das überhaupt möglich ist. Kann auch durchaus sein, dass die Flugpunkte auch nicht funktionieren. Schauen wir mal. Im schlimmsten Fall werde ich vom Flugmarkt wieder zurückgeportet und stecke dann wieder in der Garnison fest. Aber zumindest scheint das Rausfliegen aus der Garnison besser zu funktionieren als das Reinfliegen. Falls ihr euch wundert auf der Karte, diese ganzen vielen Punkte, das kommt von dem Addon. Das zeigt mir so ein bisschen an, wo besondere Plätze sind, besondere Mobs, besondere Garnisonsressourcen und andere Sachen. I see a fortress of stone.
Blade Spire Citadel, once a far-flung outpost of the Ogre Empire. If our people are to have any hope to survive, we must rout the Ogres from their stronghold. Okay. Sieht so aus, als sollten wir die Ogre aus dieser Festung da vertreiben, um ja, auf Nummer sicher zu gehen und hier überleben zu können. What is this? Wisey, you are alive. Lead us to Durotan, old friend. Und bis jetzt scheint es zumindest nicht zu länger, also toi toi toi, dass ich hier weiter questen kann. Und mich mit Durotan treffen kann. Mal sehen, was er jetzt von uns möchte, wie es weitergeht. Welcome, friend of the Frostwolves. Okay, sieht so aus, als wenn sein Bruder, ich glaube, das ist dieser Garnar, schon losgegangen ist mit ein paar Leuten und schon die Zitadelle angreift und wir sollen natürlich zu ihm stoßen und ihm dabei helfen. Das sollte nicht das Problem sein, aber hier gibt es noch mehr. Ah, alles klar, die haben sozusagen ein Ritual, was mich als ja, einer ihres Clans sozusagen ausweist. Und dazu muss ich einen Schamanenstein berühren, nachdem ich im Blut der erschlagenen Feinde gebadet habe. Okay, er sagt, ich habe schon genug Feinde erschlagen, das heißt, ich muss jetzt nie losgehen und noch mehr töten, ich muss einfach nur noch den Stein berühren. You bring honor to our clan. Das sollte nicht das Problem sein, je nachdem, wo dieser Stein ist. Aber ich glaube, der ist hier gleich um die Ecke. Ach nee, das hier hinten ist das Warhorn, das ich... Ah, da drüben ist der Stein, dann geh ich doch zuerst dahin. Und mach das Ritual. Come, friends. If you wish to fight with our clan, we welcome you to receive our blessings. Reach out to the Shaman Stone. Embrace the wisdom of this land and the ancestors that came before us. I can feel it. This land speaks to me, but in a language I do not yet understand. I am still scarred by those infernal warlocks. The spirits are quiet. The spirits will never abandon you, Dreadfar. This I can promise. This land needs you. Run with the pack. Ah, okay, ich habe jetzt sozusagen den Segen dieses Steins bekommen. 30% schnellere Laufgeschwindigkeit, solange wie ich außerhalb des Kampfes bin. Oh, das ist doch ganz angenehm. Das ist ganz angenehm. So. Es hilft beim Questen, denn man kann in Warlords of Draenor vorerst nicht fliegen, sondern nur reiten. Und das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern. Also auch auf 100 ändert sich das nicht. Das ist gewollt von Blizzard, das ist Absicht. Und auch auf Stufe 100... beziehungsweise den gesamten Patch über, wird man hier nicht fliegen können. Was ich ziemlich cool finde, denn da sieht man das Land und die Welt mal wieder mit anderen Augen, nämlich vom Boden aus. Go, win us a great victory. Tell my husband I will defend the town until he returns.
Ah, genau, aus ihrem Mann, okay. Dann sollten wir uns erst recht beeilen. Warriors, today the tide turns. We will claim Bladespire Citadel as our own. Fight as one. We win this together. Frostwolf blood runs thick. Und dann lass uns mal losziehen. Gormall Tower. Geht klar. Durotan, your brother has already rushed ahead. Gnar is a great fighter, but he is impatient. He has taken some of our best warriors with him. He never listens. His ruthlessness may cost us. Hoffen wir mal nicht, dass irgendwas passiert ist. Und hoffen wir mal nicht, dass es leckt, denn der auf der Stelle reitende Typ da, der macht mir ein bisschen Sorgen. Aber ich denke mal, das wird schon klappen. Das ist jetzt wie gesagt nicht ganz so dynamisch wie das erste Questgebiet, weil es eben auch wie gesagt durch diese Lags viel gebremst wird. Ist natürlich nicht ganz so die schöne Levelerfahrung. Hier, Gormall Tower. This will be our foothold. Leave none alive. Look to Was zur Hölle? Das ging aber relativ schnell. Ich habe gar nichts machen müssen. Okay. Entweder ist das ein Bug. Oder, keine Ahnung, was habe ich hier eigentlich gerade gekriegt? Naja, ist jetzt nicht so toll. Aber es ist schon mal ein Epic. Für nichts machen. In Family, there is power. Scheinbar ist es doch noch ein bisschen buggy. Ich weiß jetzt nicht, ob das an Lex lag oder woran das jetzt lag, dass die Quest einfach so vorbei war, ohne dass ich was machen musste, aber... Mein Gott. I will ride ahead. Frostwolves, hold the tower. Come on. I will forestall any counterattacks by the enemy. So, jetzt geht's richtig los. Ogre töten und Kriegsbanner in Leichen platzieren ist die Aufgabe. Kein Problem. Irgendwie habe ich so ein bisschen Gefühl, als würde ich das hier nicht alleine machen. Aber ich bin in gar keiner Gruppe. Aber ich habe genug Ogre getötet und ich habe auch schon genügend Banner platziert, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel gemacht habe. Aber egal, weiter geht's. Stand back. It seems the elements of Draenor do not respond to me as they do on Azeroth. Go on ahead. Durotan awaits. I must catch my breath.
Naja, dafür, dass die Elemente ihm angeblich nie so sehr gehorchen, war das gerade ziemlich cool, was er da gemacht hat. Würde ich nicht wissen, was passiert, wenn sie ihm gehorchen auf einmal. Es sieht so aus, als wenn die anderen schon weit vorgegangen wären. Aber ich merke beim Spielen, also beim Tastendrücken, dass es hier zumindest nicht ruckelt. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Also es leckt eine, es hat hier keine Verzögerung, das heißt das Leveln und das Questen scheint halbwegs vernünftig zu funktionieren. Und dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Was hat er da im Arm? Hat er seinen... Okay, na, es ist so, er ist vorgegangen, er ist vermutlich überwältigt worden, so würde ich das hier deuten. Und jetzt sollen wir natürlich den Gegner schwächen, Supplies zerstören, okay. Die Mission jemand anders zu Ende führen. Während Durotan seine verwundeten Brüder in Sicherheit bringt, das ist okay. Tu das, ich kümmere mich drum. Muss ich erstmal kurz gucken, was ich hier überhaupt suchen soll. Ah, Ölfässer, alles klar. Und man merkt jetzt auch außerhalb des Kampfes diese zusätzliche Bewegungsgeschwindigkeit durch den Buff, den ich vor uns gekriegt habe. Das Einzige, was ich jetzt noch finden muss, ist genügend Ölfässer. Was jetzt natürlich ein bisschen problematisch ist, denn beim Leveln ist es halt oft so wie hier, dass man sich die Quest-Items mit anderen Leuten teilen muss. Aber ich denke mal, fünf solche Dinger zu finden sollte kein Problem sein. Ich würde mal so einen Overrun angreifen hier. Ah, die sind ja auch relativ schwach. First Aid brauche ich nicht mehr, habe ich schon gelernt. Könnte eigentlich mal aufhören zu droppen, wenn ich es nicht mehr brauche. So, jetzt brauche ich nur noch einen von diesen Ölbehältern. Und gucken, was er damit vorhat. Ah, das sieht aus wie der Nachschub, genau. Schön abfackeln alles. Ja, ich weiß im Moment nicht so richtig, was ich euch noch dazu sagen soll. Ich lasse das jetzt einfach mal so passieren und laufen. Weil ich selber jetzt nicht mehr weiß, wie es jetzt hier weitergeht. Beim ersten Levelgebiet war es ja noch ein bisschen so, dass ich da manche Sachen schon wusste aus der Beta-Phase. Aber jetzt lasse ich mich ja einfach überraschen und bin da deswegen auch relativ ruhig.
Und jetzt muss ich, wie gesagt, hier scheinbar hoch in die zweite Ebene der Festung. Und das sieht ein bisschen aus wie ein kleines Geschicklichkeitsspiel hier. Erinnert mich ein bisschen an Zul'Guru. Aber wenn man gemountet ist, ist das nie so schwierig. The Horde has important work here. Wieder jemand verwundet. Am Ende bin ich wahrscheinlich nur noch alleine übrig hier. Jetzt gibt es die ersten. Our spirit will triumph. Die ersten Bosse, die man töten muss. Ein besonders großer Gorn scheinbar. Oder Ogron. Aber den kriegt man auch. Wie gesagt, ich bin relativ overgeared. Deswegen geht das hier alles auch so leicht. Normalerweise würde das hier viel, ich sag mal, ein bisschen anspruchsvoller sein. Also ich habe auch schon von meinen Leuten aus der Gilde gehört, dass es im späteren Verlauf, wenn man dann an den Punkt kommt, wo die Questbelohnung, das Gear, was man dann bekommt, auch das Gear, was ich jetzt anhabe, ersetze, also wo man an den Punkt kommt, wo man nicht mehr overgeared ist sozusagen, da wird es dann schon deutlich anspruchsvoller. This is a savage land. Gut, wir haben jetzt hier oben scheinbar alles gesäubert und jetzt müssen wir in die Festung wieder rein. In das zweite Level sozusagen, in die zweite Ebene. Und nebenbei müssen wir noch ein paar gefangene Frostwolf-Orks bewaffnen, alles klar. Stärkungen sind immer gerne gesehen. Aber ich habe gerade irgendwas gekriegt von dem, das muss ich mir noch angucken. Burnt out hand cannon. Ah, Garnison. Mhm, okay. Ich habe das Gefühl, dass ich weiß, wofür das ist, aber ich lasse mich überraschen. Ich muss in der Garnison jemanden finden, der mit dem Ding was anfangen kann. Der das wieder zum. Der das Ding wieder in Gang bekommt. Das ist sozusagen scheinbar ein kaputtes Artefakt. Und ich habe so das dumme Gefühl, das hat ein bisschen was mit Ingenieurskunst zu tun, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der Fractured Forge Hammer ist dann wahrscheinlich das Gegenstück zur Schmiedekunst, denn ich habe ja, wie gesagt, Ingenieurskunst und Schmiedekunst als Berufe. Und es gibt ja für jeden Beruf ein entsprechendes Gebäude in der Garnison und ich vermute einfach mal, da ich hier auch... Ach nee, hier, was ist denn hier? Das ist was anderes. Search Stonefang Outpost for the Hammer's Previous Owner. Okay. Das ist also nicht direkt in der Garnison, aber ich würde mich nicht wundern, wenn das sozusagen das Schmiedekunst-Gegenstück-Item ist. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Machen wir erstmal hier weiter. Ogre töten, kein Problem. Und da sind auch die Leute, die ich bewaffnen muss. Alles klar. Gut, dass die Respawn-Rate relativ hoch ist, wie es beim Questen eigentlich ganz üblich ist mitunter.
Oh, was haben wir denn hier? Cool, versteckte Bass. Muss man echt aufpassen hier. Es sind überall Sachen versteckt. In der Welt überall sind auch immer mal wieder kleine Schätze versteckt, so wie man es aus Mist of Pandaria schon kennt. Da gab es ja ein Achievement dafür, dass man diese ganzen versteckten Schätze aus der Welt findet. Und hier muss man wirklich auch die Augen offen halten, denn das gibt's wieder. Und da sind diesmal unter anderem immer auch Garnisonsressourcen mit dabei. Und das ist ja sehr wichtig, denn ohne Garni-Ressourcen kann man in der Garni nichts machen. Da kann man keine Gebäude bauen, da kann man keine Missionen starten. Also muss man da immer sozusagen mit einem offenen Auge durch die Gegend laufen. Hey Durotan, was ist los? Warum sitzt du hier so faul rum? Na, ich mache erstmal meine Mission noch zu Ende und dann gucke ich mal, warum die da sich gerade eine Pause genehmigen. Das war's und jetzt gehen wir mal gucken, was mit meinen beiden Kollegen hier ist. Ogre getötet, Frostwolf Orks befreit. Und das erste Level up, alles klar. Ich habe schon mich gewundert, weil ich durch meine ganzen Addons überhaupt keinen Erfahrungsbalken angezeigt habe, wie lange es wird dauern. So, wen haben wir denn jetzt hier? In his rage, genau, ascended to fight the Ogre King. Alles klar, der ist schon wieder vorne weggerannt. Hoffen wir mal, dass Ganar jetzt nicht alleine da reingegangen ist und Scheiße gebaut hat. Und help with the wounded slaves you rescued. Furious little Orkling. In your blind rage, you rush to face my ogres alone. I'll drown you in the blood of your little army. Oh, they will end you, little lone wolf. Your conquered clan will feel heavenly pains. Jetzt ist ziemlich schnell zur Sache. Keine Chance, der gute Mann. Come, brother. We press the attack. No, Ganar. We are surrounded and exposed. We must fortify. You are too cautious. I will gather our warriors and do it myself. Reckless brother. Wir haben scheinbar einen kleinen Bruder-Zwist. Und der eine hört nicht auf den anderen. Ich glaube, auch Durotan ist der Jüngere. Warum sollte der Jüngere dem Älteren was sagen? Together or die alone. Und ich glaube, durch meine Taten, die ich hier vollbringe, werde ich immer mehr zu deren Verbündeten. Und Durotan hat recht. Es ist sinnvoller,
hier erstmal die Stellung zu befestigen, anstatt irgendwie gleich wieder zum nächsten Kampf zu rennen. You have proven yourself loyal to my clan, capable of great things. Jo. Our hold on Bladespire is tenuous, and some of my best warriors have raced off with my reckless brother. I was impressed by your skill in our battle against Dorok the Ruthless. Daumen Wolf. I would be honored if you continued to fight by our side. Machen wir doch glatt. Auch wenn ich mit euren Reittieren nicht so richtig was anfangen kann, weil das arme Vieh hier fast unter mir zusammenbricht. Sieht zumindest ein bisschen komisch aus. Aber die Frostwolf Orks sind ja sozusagen auch eine Ruffraktion. Und hier wird gerade aufgeräumt, alles klar. Den ganzen Dreck rausbringen. Natürlich. Frostwolf Blood runs thick. Gerne geholfen, kein Problem. Run with the pack. Und da gibt's schon wieder die nächste Aufgabe. Die Iron Wolf, wer auch immer das ist, mal gucken. See you on the battlefield, yo! Morgol! Tell her that I will be home soon. Ach, jetzt verstehe ich das wieder. Ich habe ja letztens schon gesagt, dass ich nicht ganz so sehr in der ganzen Story von, in der Lore von WoW, verankert bin. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder wenn mir das jetzt gerade wieder richtig einfällt und der Thrall gerade mit diesem Emote hier das richtig ausgedrückt hat, dann ist Durotan Thralls Vater. Son of Durotan. Ja, das könnte durchaus hinkommen. Ich glaube, Durotan ist Thralls Vater. Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen prekärer. Oh, Mission complete. Alles klar. Also eigentlich soll ich jetzt als nächstes das kleine Dorf, von dem aus wir losgeritten sind, beschützen vor einem Angriff. Das werde ich auch gleich machen, aber ich will hier noch die Quests fix annehmen. Speak with Igrimor the Resolute at the Circle of Blood. Machen wir. Bounty Board, okay. Gutsmash Destroyer töten. Ist das eine Gruppenquest? Aha, okay. Machen wir, wenn wir dran vorbeikommen. Scheinbar haben sich jetzt... Entschuldigung, rauer Hals. Scheinbar haben sich die Frostwolf Orks jetzt hier niedergelassen. Flugpunkte sind immer gut. Flugpunkte sind sogar relativ wichtig wieder, weil man ja wie gesagt hier nicht hier seine Flugmounts nicht benutzen kann und deswegen auf Reittiere oder Flugpunkte angewiesen ist. Hier gibt es noch die nächste Quest. Wir haben zwar die Zitadelle eingenommen, aber in den Minen sind immer noch welche gefangen, okay. Jo, wenn wir da vorbeikommen, machen wir das gleich. Das ist ja gleich hier unten. Oder? Moment, das muss ich gucken. Ja, wo ist denn das? Das ist da oben. Ja, dann machen wir das, bevor wir hier abhauen. Ich dachte, Minen sind immer unten. Hier sind die Minen scheinbar oben, okay. Oder bin ich hier falsch?
Werde ich gleich sehen. Ja, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich muss runter. Ich glaube, ich bin genau eine Ebene zu hoch. Ja. Sowas hat ein findiger Entwickler den Fallschirm gebaut. Na, verdammt, scheiße. Oh Gott. Dafür ist man Paladin. Ich hoffe jetzt, dass ich hier richtig bin. Ja, hier sind wir richtig. Das sind die Minen und das sind die Gefangenen. Aber wie gesagt, das mit dem Thrall und Durotan Verhältnis, das war mir gar nicht mehr so richtig geläufig, aber Durotan ist Thralls Vater. So, jetzt muss ich nur noch kurz nachgucken, wie ich die jetzt befreie, die Typen. Release any enslaved Frostwolves. And keep an eye out for Mulberry. Okay, naja. Ach, okay, alles klar. War ja logisch, dass die irgendwie angekettet sind. Man musste nur die Kette finden. Da questet Try hier einfach mit seinem eigenen Vater. Und sagt nichts dazu. Gut, der möchte sich ja auch nie zu erkennen geben. Das ist im Prinzip eine ähnliche Sache wie die Sache zwischen Grom Hellscream und Garrosh, der sich ja seinem Vater auch nicht offenbaren kann. Aber das ist ja auch ein Idiot, also nicht Grom Hellscream, sondern Garrosh. Aber ich bin mal gespannt, was da noch passiert hier, wenn der Frostwolf Clan der einzige Clan ist, der sich gegen die Iron Horde stellt. Was war das denn? Nehmen wir doch mal mit. Ich bin mal gespannt, was da noch storytechnisch passiert. Denn Durotan ist ja doch eine relativ große Persönlichkeit. Und wenn er im Prinzip sich gegen Grom Hellscream stellt, dann bin ich mal sehr gespannt, wie das alles sich entwickeln wird, questtechnisch. Ich kann nur hoffen, dass es mir irgendwelche schicksalhaften Wendungen gibt. Andererseits würde das ja das Raum-Zeit-Kontinuum durcheinander bringen, wenn beispielsweise Durotan was passieren würde. Denn dann würde Thrall ja verschwinden normalerweise. Ah, das ist komplizierter Scheiß. Feind Mulberic. Okay. Wo ist er? Mulberic, Mulberic. Mulberic, der Name sagt mir auch irgendwas. Ist das ne... der... Typ, der in Alterac Valley einer von diesen Redborn-NPCs ist? Ich glaube ja. Man kann das sein, dass der Typ hier gerade Sit-Ups gemacht hat. Ich glaube, Wing Commander Mulberic, ja, der sagt mir irgendwas, der Begriff. Mal sehen, wo er ist. What do you need? I saw you freeing some of my kin, genau. Du bist auch dran. Slavemaster Turgal hat seine Schlüssel. Ah. May your blades never dull. Typisch Questgebiete. Er hätte jetzt auch einfach rauskommen können, aber nee. Naja, egal. Dann gehen wir mal und suchen mal seine Schlüssel, damit ich das gleiche machen kann wie der andere Typ hier gerade und damit ich ihn befreien kann. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln bei sowas. Bei NPCs, die verschwinden und dann gleich wieder da sind.
Oder eben, dass ich eine Aktion wie jetzt gerade. Wolverine's X, alles klar. Jetzt habe ich aber immer noch einen Schlüssel. Aber den finden wir noch. Er hätte ja auch einfach rauskommen können, ne? Ist ja nicht so, dass er. Dass die Tür offen war. Aber ne, ich muss ja meinen eigenen Schlüssel finden. Ich hoffe, der Slave Master respawnt auch entsprechend. Eins von diesen Ogre-Buff-Foods essen. Mal sehen, was da passiert. Aber jetzt töte ich erstmal den Kunden hier, damit ich meinen Schlüssel kriege. So, Schlüssel haben wir und jetzt essen wir erstmal was. If you spend 10 seconds eating, you will become queasy. Mal gucken, was da passiert. Regeneriert Leben und Mana. Okay. Nehmen wir gerne mit. Was ist mit ihm? Ach, okay. So, dann gehen wir jetzt mal Mulberic befreien. Und gucken dann mal, wie die Sache zwischen Thrall und seinem Vater weitergeht. Und seiner Mutter, dann ist ja die. Dann ist ja die Frau da unten seine Mutter. Das macht natürlich auch Sinn. Hätte man mal in WoW-Geschichte besser aufgepasst, dann wäre ihm das schon eher aufgefallen. So, jetzt komm raus hier. Aha. The Sword of Commander, I would be... Ist, wird er jetzt etwa auch zu meinem Begleiter? Schauen wir mal. Wundern würde es mich, ne? Speak to Guse. Guse ist auch wieder so ein Name, der mir bekannt vorkommt. Und mich würde es nicht wundern, wenn das auch wieder aus Alterac Valley ist. Mulberic's Offer of Service. Ah, okay. Ich sag ja, er wird zum Begleiter. Will you accept my service? Aber gerne doch. Unbedingt. Er hat Alchemie-Skill. Na gut, okay. Steht da nicht so rum, Junge. Naja, egal. So, jetzt müssen wir erstmal hier aus den Minen raus. Dann müssen wir oben nochmal mit der guten Frau sprechen. Um die Quest abzuschließen. Er hätte ja auch mitkommen können. Aber er scheint ein bisschen eigensinnig zu sein. Dann geben wir die Quest ab und dann gehen wir nach...
Bonus Objectives? Was ist denn das? Dann gehen wir das Dings retten. Das andere Dorf. War Goal, genau. Meine Jungs finden hier schon echt schöne Sachen. Obwohl 567 ist immer noch weniger Item Level als die Mythic Siege of Okoma Sachen haben. So. Jetzt gehen wir als nächstes. Ich würde sagen, jetzt gehe ich als nächstes erstmal in eine kleine Pause, bevor ich hier weiterfliege, denn das Video geht schon wieder sehr lang. Die nächsten Sachen, die ich machen werde, ist Vorgol befreien, quasi da, wo wir hergekommen sind mit den Frostwölfen. Dann hier werde ich mir mal die Bonus-Objectives angucken. Dann werde ich hier den Gutsmischer erledigen und dann werde ich vielleicht nochmal in meine Garnison zurückkehren, nachdem ich aber hier einen Abstecher gemacht habe. Also ungefähr diesen. Aber wie gesagt, ich mache erstmal eine kurze Pause und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Teil von Questen Warlords of Draenor in Frostfire Ridge wieder. Bis dann später, euer Lichnuchus aka Rodiger. Ciao!